Nein, und dann. Ich will nur sagen, in dem Moment der andere zieht aus, zack, ist das Bild weg. Gib mal, die kriegt ein Herz-Kasperl. Hey, ich switche, hey, switche wie ein Narr. Nichts zu machen, switche wie ein Narr. Hey, das gibt's doch nicht. So, und jetzt erzähl ich dir den Hintergrund, weil darum geht's ja. Hey, das war der kleinste von den Bündeln, hey. Ist der Kleinste, hä? Der Sauhund, der Verreckte. Also, ja, man sagt das. Man sagt immer, Kinder sind unschuldig. Ja, der nicht. Ja, ja, schau dir doch einmal dieses Waschengesicht an von dem Kerl. Hey. Ich sag immer, prophylaktisch links und rechts, wenn ich rein, sag ich. Hey. Und dem ist wohlgetan, sag ich. Hey. Da sind die Leute. Mhm. Und dann kann ich da kann ich ablaufen, ne? Dahinter. Mhm. Und zwei Stühle. Gell? Mhm. Die erste ist eine Rede von dem Bürgermeister. Also liebe Kurgäste, meine lieben Kurgäste, das ist die Geschichte. Und dann, wenn die Geschichte fertig ist, ich verabschiede mich, da ist dann das Stichwort, wie sagt man heute, Sayonara. Ich bedanke mich und sage Grüße, also Welcome to Badhausen, Bienvenue Badhausen oder wie sagt man heute, Sayonara. Und wenn ich das gesagt habe, gehe ich da rüber und trinke dieses Bier und mache meistens nur irgendeinen Spruch. Ne? Also die Anni sagt, ich meine, der Hitler von wegen Pisa, ne? Dieser Hitler, ich meine, der hat ja gar keine Ausbildung gehabt. Ne? Kein Abitur, nicht einmal mittlere Reife. Gell? In der Volksschule ist er auch durchgefallen, den haben sie überall rausgeschmissen. Gell? Und trotzdem hat er es zu was gebracht. Gell? Der hat gar keine Schule gebraucht. Ne? Das ist das mit der Anni. Und dann gehe ich da rüber und dann setze ich mich da her. Und dann fange ich an und dann müsste, wenn ich mich da hersetze, müsste das schon mit dem. Also schon wenn ich weggehe, das müssen wir ausmachen mit der Studentin, müsste schon die Geige, müsste schon die Violine anfangen, gell? Quick. Und dann... Am Eis ist es da. Am Eis, gell? Also da fängt die... Gell? Du hast schon verstanden, wenn ich da weggehe, muss die dann schon... Das ist ganz wurscht, da kann die schon anfangen, ne? Kaum wenn ich... Dann setze ich mich da her und dann erzähle ich das... Sagt, wir sind diese Schnellstraße da, sind wir doch. Also das ist ja, man muss die Italiener, eines muss man sagen, bauen können sie Straßen. Straßen und so weiter. Komm, jetzt, Maurice Eugène, jetzt üb heute mal, Herrgott Sakrament. Hat eine Violine für 2000 Euro und übt nicht. Ne? Also so geht die Geschichte, gell? Und ich saß dann hinter und dann macht's Pain, gell? Das ist diese Geschichte. Und da war davor, warte mal. Liebe Kurgäste, wie gesagt, wir haben ja heute noch so viel im Programm, so viel im Busch. Ne? Wir haben einen Gorselschnäuzer, ne? Wir haben einen Waschentanz, wir haben Maskrotstimmen, wir haben Fingerhackler. Also ich mach's kurz, der Bürgermeister muss ein bisschen was sagen, wenn er gar nichts redet. Sagen die Leute, für was haben wir überhaupt so einen Bürgermeister? Wenn er nichts sagt, redet er zu viel, sagen die Leute, wann hört der auf, endlich auf. Ne? Keine Angst, ich mach's kurz. Liebe Kurgäste, unser schöner Ort Badhausen, wir liegen 761 Meter über dem Meeresspiegel. Unser Ort ist umrankt von herrlichen Bergen. Wir haben unseren Birschkling, unser Giegelstein, nicht zuletzt unsere Führerspitze. Jede Form von Wellness, jede Form von Fun kann in Badhausen vollstreckt werden. Nicht?
liebe Kurgäste, es liegt am Kurgast. Seine Wünsche sind uns heilig. Wir wollen sie erfüllen. Und wenn der Kurgast heute sich an uns wendet und sagt, bitte, ich möchte Mountain Climbing, dann kann er Mountain Climbing. Oder er sagt, ich möchte Windsurfing, dann kann er Windsurfing. Ein anderer sagt, ich möchte aber lieber Banshee-Jumping. Nicht? Dann jumpt der Banshee. Nein. Ein anderer sagt, ich möchte River-Rafting, dann raftet er River. Nein. Wieder ein anderer sagt, nein, ich möchte doch meine Ruhe haben, ich brauche die Ruhe. Nein, da geht er bei uns in den Wald hinaus. Da kann er Fresh-Air-Snapping. Nein. Jetzt machen wir einen Platz. Gehen wir. Schweden war und bei einer Familie und denen erzählt habe, dass ich in Altötting groß geworden bin. Und dann wollte ich einer schwedischen Familie in Göteborg klar machen, was Altötting ist. Ein katholischer Wallfahrtsort. Und dann habe ich gemerkt, ich komme der Sache nicht näher und die werden es nicht besser begreifen. Weil einfach der Geruch eines katholischen Wallfahrtsortes, wenn man das nicht selber erlebt hat, wie man sich fühlt, wenn man in eine devotionale Handlung geht, wenn man Heiligenbilder verkauft und den Wert eines heiligen Konrad, wie man den einschätzt, das kann ein Protestant schwedischer Provenienz nicht fassen. Es ist nicht zu fassen. Und ich sage das ja nur als Beispiel, weil ich eben glaube, dass persönliche Erfahrungen bestimmte Milieus schwer vermittelbar sind, vom einen in ein anderes. Und das ist das, was mich so fasziniert und manchmal auch fast resignieren lässt. Weil ich sage, Mensch, wir haben eine so kommunikative, hochwertige Gesellschaft, die alles Mögliche erzählt oder alles Mögliche verbreitet, in 0,0 über die Welt. Aber so periphere Sachen, Kleinigkeiten, Selbstverständlichkeiten sind nicht vermittelbar. Weil der A, der zum B redet, dem eine Welt erzählt, die der nicht kennt, die der gar nicht fassen kann. Der weiß gar nicht, wovon der redet. Obwohl die vielleicht nur 300 Meter auseinander wohnen, in derselben Straße. Hausnummer 71, nein, dann kommt 74, nicht? Was dann kommt, weiß man nicht. Es kann 83 sein oder 89. Wer weiß es? Wer kennt die Planungen? Die haben ja auch bei der Kündigung meinen Namen rechtschreiberisch falsch geschrieben, weil sie mich gar nicht kennen. Mein Name ist ja Glöckerl, aber nicht mit Ö, sondern mit OE. Weil der Computer, der kapiert das gar nicht. Das ist ihm auch ganz wurscht im Computer, nicht wahr? Der schreibt Glöckerl hin, so wie es er meint. Und kündigt. Das war ja das Erste, was ich gemacht habe, war Anfang der 70er Jahre dieses Hörspiel, als wenn man ein Dachs wäre in seinem Bau. Das hat damit zu tun, wie diese Gegend, wie das alles hier umgewandelt wurde. Also wenn du da reinschaust in den Hof, wie das alles modernisiert wurde, das wurde entkernt. Die alte Bevölkerung hier ist immer interessant gewesen, weil es eben diese Mischung, diese die Trambahn-Schaffner-Familie und der Akademieprofessor und also der Kunstmaler und der Dissident und
Flüchtlinge aus Ungarn und so. Und diese Form des Zusammenlebens war spannend. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, nicht? Es ist eine ganz andere Stimmung, nicht? Eine Soße, gell? Wie gute Soße! Machen Sie nicht mehr! Wenn du diesen Balkon siehst, das war unser Balkon. Und unten, da wohnten drei Schwestern. Die hießen von Fegesack. So ein baltischer Adel. Und die eine alte Dame, Senta von Fegesack, hat die geheißen. Die hat zu meiner Mutter mal gesagt, ich habe schon mit dem Zaren getanzt. Dann hat meine Mutter gesagt, mit welchen? War ein bisschen boshaft, gell. Der Kommunist kommt bald, Frau Demmeler, und dann gnade uns Gott. Mein Mann hat gesagt, er macht nichts aus, weil er hat immer gearbeitet. Ludendorff waren also am längeren Tisch hier irgendwo gesessen mit mehreren Offizieren. Und der Hitler war ungefähr da. Und da der Ludendorff. Ne? Und der Hitler hat eine Prinzregententorte da gehabt und hat immer so mitgehört, was die sagen. Verstehst? Und dann hat der Ludendorff, der hat immer und so. Und der Hitler hat irgendwann in eine Gesprächspause reingeschrien. Das Judentum ist die ganze Torte. Und daraufhin hat der Ludendorff gesagt, interessant, junger Mann, kommen Sie mal her. Und dann ist der Hitler mit seiner Torte, oder die hat er stehen lassen, ist er rüber zum Ludendorff, hat sich dann dahergesetzt. Und von da ab konnte der Hitler sagen, ich sagte zu Ludendorff, Ludendorff sagte zu mir und so. Und so hat er ihn kennengelernt. Wenn du so Politiker siehst, wie die auftreten, das ist was Bizarres, was Komisches. Beim Handelsvertreter lacht man noch manchmal, wenn du an der einen Staubsauger verkaufen will. Die Methodik, wie er lernt, wie man den Staubsauger verkauft, aber wie die eine Ideologie, eine Meinung verkaufen, das ist ja eigentlich bizarr. Sehr komisch. Das sind eigentlich arme Schweine zum Teil, so Politiker, sind total unglaubwürdig und müssen um jeden Preis auf glaubwürdig mimen. Er sagt einer, der Visagist, wie er die Brille haben muss, er sagt einem, wie er schauen muss, wie er die Ohren anlegt, damit er glaubwürdig wirkt. Der Hund knurrt schon, der merkt schon, da stimmt was nicht. Aber der Wähler wählt ihn. Sehr geehrte Kurgäste, liebe Kurgäste, der Tildum, Tildei und so weiter. Und dann werden Sie es schon noch sehen. Ich meine, es ist Ihr Privatrisiko. Und einmal ist eine Situation, wo ich da rausgehe. Wo haben wir die? Die ist dann da. Die werden da hin. Da. Da laufe ich von da darüber. Ja. Dann hört man Geige spielen. Da ist der Maurice Eugène. Ja. Knall schon mal. Aha. Ja, Respekt, sehr gut. Ja, da ist ja schon das Werkzeug da. Grüezi. Ciao. Ciao. Ja, wunderbar. Also es ist ganz einfach.
künstlerisch werden sehr wenig, wird wenig abverlangt. Gell? Die Situation ist die, ich bin ein Vater, der stolz erzählt, dass der Sohn, dass der Geige spielt. Und der Sohn werden sie. Ja. Und das sollte also so sein, wenn ich mich hinsetze und dann erzähle ich die Geschichte und sage, ich bin erst neulich in Italien, das ist die neue Schnellstraße von Capice Mare, ja. Die sind wir dann und dann und da gefahren und dann hört man im Hintergrund, also so rein, einfach so ein Kratzen, nicht? So ein miserables Geübe, ja. Okay. Und Gekratze. Ja. Ja, genau. Du, eine Frage. Wenn sie aufhört zu spielen, müssen sie nicht wirklich aufhören. Also, dass man nicht sieht, sie steht in Erwartung, dass es, sondern wirklich. Sie muss was sie vorher machen. Den Bogen weg. Weil der Punkt ist, wenn das aufhört, dann sage ich: Ja, Mensch, Maurice Eugène, was ist denn da los? Du musst doch, jetzt spielst noch 5 Minuten, übst noch. Ne? Weil du musst dich umziehen, schrei ich hinter. Ne? Du musst dich ja dann umziehen. Und dann sage ich wieder zu Leuten, er muss sich umziehen, weil er hat dann Tennis. Ne? Und dann hat er gleich danach Mathematik-Nachhilfe. Dann muss er lernen, weil er hat morgen Physik-Schulaufgabe. Also es wird ihnen nichts geschenkt. Ne? Und währenddem geht es wieder, wenn ich sage, jetzt kommen 5 Minuten noch, nicht, und dann wird es wieder schwächer. Bis ich wieder irritiert bin und sage, ja Herrschaft, ich habe doch gesagt, du sollst üben, jetzt üb halt noch, Mensch. Ne? Hast so eine schöne Geige geschenkt gekriegt, so eine feine Violine. Es wird ihnen nichts geschenkt. Ne? Das muss man auch sehen. Die haben sie heute halt die Möglichkeiten. Ja, die haben doch mir gar nicht gehabt, diese Möglichkeiten. Wo haben wir mir die Möglichkeiten gehabt? Er hätte uns doch die Finger abgeschleckt, wenn wir so eine Möglichkeit gehabt hätten. Schrei wieder, dann geht's wieder los. Ja. Trau dich ganz vulgär, wirklich ein unbegabter Schratz, okay. Der überhaupt nicht spielen kann. Und die Lautstärke ist okay? Oder? Ja, das hört man schon, ja, okay. Das finde ich schon. Aber weißt, trau dir wirklich, geh in die Vollen, weißt du, in die Vollen, schlecht spielen, bewusst, schlecht, miserabel und ein bisschen aufdringlich, weißt, unlustig. Ja. Ne? Also ein arrhythmisches Gefühl, dass es nur Gott begnadet ist, weißt du? Okay? Und wie gesagt, das ist von der Bewegung, verstehst du? Das verstehst du schon, Sandra, gell? Weil wenn du so da und warten würdest, dann weil man sieht es so. Aber du legst wirklich den Löffel weg. Ja. Gut. Kopf hängen lassen. Ja. Keine Lust. Du musst einmal die Siegerehrung spielen. Er hat nämlich am Samstag die Siegerehrung im Eishockey-Club. Und da muss er Siegerehrung spielen. Jetzt spielst du mal die Siegerehrung! Dann hört man hinten einmal ganz kurz einmal so. Da. Und dann hört es auf. Ja, genau, irgend sowas. Ja. Man sagt, wie die Kinder sollen halt Musik machen, bevor sie Drogen fressen und auf blöde Ideen. Ich sage, wenn man Musik spielt, ist man immer beliebt. Ne? Und jetzt hört es wieder auf, sage ich so. Hören Sie was? Gell, Sie hören auch nichts. Ich höre auch nichts. Jetzt langt's. Und dann gehe ich hinter und dann und schneide es. Und dann gehe ich wieder raus und dann muss da wird es wirklich dynamisch gespielt. Und dann stehe ich vor und sage, sehen Sie, es geht doch. Ne? Hey, man muss nur ein bisschen edukative Maßnahmen und dann geht's. Ne? Aber jetzt spielt er doch schön. Hey, da. Ne? Und das ist es. '73 oder was, da wollten wir eine, also der Hans-Christian Müller und der Jochen Busse und ich, wir wollten so eine kleine Nachtrevue in der Komödie oder Kleinen Freiheit in München machen und der Jochen Busse hat dann Engagement gekriegt nach Düsseldorf ans Komödchen und dann hatten wir keinen Hauptdarsteller mehr und den Gerhard kannte ich so vom Sehen, das war ja irgendwie ein Hinterhausbewohner vom Hans Christian Müller, der im Vorderhaus wohnte.
Und dann habe ich gesagt, ja, nehmen wir doch den Gerhard, wenn der erzählt, das ist doch immer so lustig, vielleicht kann der da mitspielen. Und so hat sich das ergeben. Also ich habe den Gerhard das erste Mal wahrgenommen in einer Revue in der kleinen Freiheit, wenn ich mich nicht irre. Das ist ja alles schon länger her. Und da trat neben der Schneeberger und anderen, dem Helmut Brasch, ein Mann auf, der eine Geschichte über eine saure Suppe erzählte, weshalb man ihm sein Lokal geschlossen hat. Und das war dermaßen authentisch, dass ich dachte, das kann man eigentlich nicht machen, dass man irgendeinen Mann, der so eine Erfahrung hat und der so eine bayerische Selbstdarstellungsmöglichkeit hat, einfach auf die Bühne stellt. Und es war verblüffend. Also ich war verblüfft von der Authentizität. Ich dachte aber, das ist ein vollkommener Laie, der seine Geschichte erzählt. Und bin nicht im Traum darauf gekommen, dass das also eine natürlich ausgedachte Geschichte ist. Und dann später kam irgendwann mal der Gerhard in ein Programm von mir. Und ich wurde so vom Wirt dort belehrt, da wäre jemand, der wollte mit mir sprechen. Und dann habe ich den so gesehen und dachte, ach Gott, das ist der, um Gottes Willen. Und dann kam er auch so, wie der Gerhard so, er kann sich ja so tump stellen, und vor allem, wenn man ihn nicht kennt. Ich dachte, um Gottes Willen, er hat gesagt, du, das, was du da machst, das gefällt mir und so, soll man nicht aber was miteinander machen. Und ich log da auf den Teufel drauf los und sagte, ja, freilich, ja, können wir mal überlegen. Dadurch, dass ich dann wegging nach Berlin, ist es erstmal stagniert. Und ich glaube, der Gerhard hat in der Zwischenzeit mal in Kammerspielen einen kleinen Auftritt gehabt mit dem Jörg Hube, wo der Jörg irgendwie, ja, irgendein Theaterstück war das, ich weiß es nicht. Und der Gerhard hat wohl nur am Rand gesessen und stumm einen Schweinsbraten gegessen. Und das muss auch ein Riesenerfolg gewesen sein. Habe ich gehört, ich habe es nicht gesehen. Aber er wollte nicht alleine machen. Und ob er mal seine Sachen mit mir zusammen, sage ich, freilich, also dann mache ich halt meine Sachen auf der Bühne und du sitzt daneben. Und wenn ich dann abgehe, dann kannst du deins machen und dann trete ich wieder auf. Und dann haben wir das gemacht im Werkraum der Kammerspiele. Und er saß an einem Tisch, hatte ein Tragel Bier neben sich und aß einen Schweinsbraten. Und ich konnte auf der Bühne mit meinen Sachen machen, was ich wollte. Das Interesse drehte sich nur um den Gerhard. Und ich bekam Panik, weil ich merkte, da wächst etwas heran, ein Monster an Bühnenpräsenz und Witz. Und also es war eine wahnsinnige und zugleich sehr schmerzliche Erfahrung für mich. Ich verbitte mir nun endlich deine Zudringlichkeiten. Ich habe dir heute schon mindestens 100 Küsse gegeben und mir braucht eine Frau nicht an eine Das Tag. Ist eine unverschämte Lüge von dir. Du bist ein ganz gewalttätiger Mensch. Das hat sich an meinem Namenssack gezeigt, als du mir den teuren Pelzmantel gekauft hast und ich wollte nur einen gewöhnlichen Lodenmantel. So, jetzt machst du mir noch Vorwürfe, aber ich werde es mir merken. Zu deinem Geburtstag bekommst du von mir für deine impertinente Bescheidenheit 500 Mark. Und dann kannst du dir kaufen, was du willst. Dann brauche ich mich wenigstens nicht mehr freuen über deine Dankbarkeit. Ja, ja, jetzt kommt natürlich wieder der Vorwurf. Das bin ich ja an dir schon gewöhnt. Ich verbitte mir ab heute von dir jede Unzudringlichkeit. Sonst werde ich dir den Himmel kalt machen. Es heißt zwar die Hölle heiß machen, aber bei dir ist ja, jetzt habe ich meine Brille verloren, aber bei dir ist das ja sowieso alles fruchtlos. Eleonore, sei doch nicht vernünftig. Wollen wir uns doch wieder vertragen? Wozu immer diese aufregenden Schmeicheleien? Sagen wir uns doch lieber in aller Ruhe die Gemeinheiten direkt ins Gesicht. Ja, du saudummer Kerl, da hast recht. Da bin ich sofort damit einverstanden. Na also, du Rimpfig, du Depperts. Siehst du, es geht auch so. Genau, jetzt hat es den Bogen. Ja, am Ende seid ihr jetzt erleichtert. Ja, ja. Und jetzt eskaliert es schön. Und den Strich merkst du gar nicht. Hört die Töne eines armen Mannes, der mit der Orgel hier vor ihnen steht, der wo sein Geld sich spielen muss verdienen, damit er alle Tage was essen hat. Mit greisen Füßen und mit krummen Haaren dreht die Orgel stets in frohem Mut. Ich hab oft nächtelang kein Bier getrunken,
da merkt man erst, wie weh der Hunger tut. Gibt er denn beim Karl Valentin einen berühmten Nagel, den er da eingeschlagen hat, um seinen Beruf an den Nagel zu hängen. Er war ja Schreiner, aber das hat ihn nie interessiert wahrscheinlich. Ich habe halt alles Mögliche gemacht, aber ich habe, so wie es wahrscheinlich manchen Leuten gegangen ist, für mich selber kein direktes Berufsbild oder sowas überhaupt gehabt. Ich möchte nicht zum Massenmörder werden. Für mich war eine der einschneidenden Erlebnisse durchaus dieser Preis, den ich bekommen habe. Das war der Preis, der Förderpreis der Stadt München, Kulturförderpreis der Stadt München. Und da war für mich dann klar, dass das sowas wie ein Beruf ist. Vorher habe ich immer noch gedacht, naja, spielst halt einmal so mit oder machst so. Und da war mir eigentlich irgendwie schon klar, dass das ein Beruf sein kann. Also weil ich es überblicken kann, müssten eigentlich diese Zeilen von dem Freund und Kollegen Gerhard Polt selbst gelesen werden. In seinen bis zur Verwechselbarkeit vorangetriebenen Darstellungen des kleinen Mannes gelingt es ihm, ohne denunziatorische Pointierung, jetzt kommt's, mit erhellendem Ingrimm auf Missstände des Zeitgeistes aufmerksam zu machen. Gerhard Polt. Das ist jetzt im Fernsehen. Wir sind ja mittendrin im Medium. Sind wir herin? Ja, gut, dann möchte ich doch einmal bitten, die Fernsehzuschauer zu vergleichen. Wir haben 2x5 Minuten, sind 10 Minuten. Ich drehe jetzt die Uhr um. Wenn es bei Ihnen dann auch genau 10 Minuten sind, dann stimmt's. Wenn es bei Ihnen zum Beispiel nur 8 sind, dann fehlen 2 Minuten. Ne? Ja. Naja. Ich meine, ich sage ja nichts, gell? Also, ich sage da 10 Minuten lang nichts. Die Vorgeschichte war, dass ich, dass ein Redakteur vom ZDF, der wollte nicht, dass der Name Old Schwurhand fällt. Und der Old Schwurhand war der damalige Innenminister Zimmermann. Und er hat mir wirklich wörtlich gesagt, sagte Herr Polt, wenn Sie diese Sendung machen, lassen Sie den Namen Old Schwurhand aus der Sendung, sonst wird die Sendung zu lang. Die Zeit vergeht, gell? Ja, ja. Ja. Ich meine, so 2 Minuten. Was meinen Sie, was das kostet? Kostet Schweinegeld. Der hat natürlich nicht nur das gesagt, ich soll es nicht tun, sondern wie gesagt, ja, das gehört, ich sage halt Old Schwurhand, warum denn nicht? Dann wurde ich auch massiv bedroht, also muss ich auch sagen. Ich bin darauf hingewiesen worden, ob ich den Vertrag nicht kenne, den ich unterschrieben hätte. So. Ja, das ist zäh wie Sirup, ich weiß es. Ja, ich meine, also ich komme jetzt zum Wesentlichen. Möchte ich schon kommen, weil ich soll ja hier auftreten. Und ich sage es in aller Öffentlichkeit, also aus mir ist nichts herauszubringen. Ich bin ja nicht blöd. Der wollte mir halt klar machen, ich würde den Vertrag verletzen. Und wenn dann die Sendung Schaden nehme oder nicht zustande käme oder irgendwas, hätte ich die Kosten zu tragen. Ich habe doch keine Rechtsabteilung. Das ist nicht bei mir.
Ich meine, wenn es drauf ankommt, sagen wir mal, dann kann ich mir vielleicht einen Advokat leisten, einen Rechtsanwalt vielleicht, sagen wir mal, pekuniär für eine Instanz. Ne? Aber so eine Rechtsabteilung, Sie, ja, die haben Zeit. Und dann wurde ich stumm. Und dann habe ich mir gedacht, dann sagst du halt nichts mehr, da kann ja nicht mehr viel passieren. Einen Preis habe ich schon, also sage ich nichts mehr. Das ist wirklich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das so funktioniert im Film, ohne. Das ist nicht gesagt. Das heißt, also ganz andere Dinge auf der Bühne, weil für die Leute funktioniert es. Aber vielleicht kriegen wir auch nicht. Wenn wir auch nicht kriegen sollten, sollten wir es probieren. Ich weiß von einem, ein Primitivling, primitiv, hat eine russische Ärztin gekauft. Also gekauft, kann man sagen. Also die, und hat die, also es ist unglaublich. Und das ist die Geschichte. Und ich bin so ein Typ, der erzählt das. Und die Frau versteht nichts. Sie versteht kein Wort. Mein Links, sag mal schön grüß Gott. Sag mal schön grüß Gott zu den Herrschaften. Komm, schön grüß, hat sie grüß Gott gesagt. Schön grüß Gott. Okay? Schön grüßen. Ne? Möglichst bitte nicht lachen. Das Wichtigste ist und das ist das Schwierigste. Vielleicht, weil die Leute lachen. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, genau. Aber du bist wirklich ein ganz armes Opfer, eine Frau, die gar nicht im Grunde richtig kapiert ihre Situation. Sie heißt mein Link, das heißt, ich heiße Grundwürmer, also mein Grundwürmer, geborene Link. Ja. Ich habe sie aus dem Katalog, also ich habe im Moment 3200 etliche Euro ab Bangkok Airport, ne? Und muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Sicher, es gibt das eine oder andere, 500 Euro, wenn ich mehr draufgelegt hätte, hätte ich zum Beispiel eine Vietnamesin haben können. Man sagt, die sind noch robuster, hey. Aber ich kann mich nicht beklagen, ich bin sehr zufrieden. Weißt du, ich gehe davon aus, das heißt, das weiß man nicht in der Geschichte, aber dieser Handel mit Menschen, das sind ja oft, das sind ja Opfer, diese Leute meistens. Die werden ja verhandelt, die werden ja verkauft, das sind ja keine, das ist, weißt du, dahinter stehen ja oft Organisationen, die das machen, so einen Handel betreiben. Ne? Ich meine, sie ist, sagen wir mal, im Katalog, vom Farblichen her, sie ist ein bisschen gelb angekommen, das weiß man bitte. Aber ich meine, sie passt da sehr gut herein, kann man nichts sagen. Nein. Und auch von der Größe her, weil es im Katalog hat, 1,49 Meter wäre sie groß. Okay. Sie ist aber dann circa 3 bis 4 Zentimeter größer angekommen, wie angegeben war. Jetzt habe ich umdisponieren müssen, nein, weil ich noch gedacht habe, eine Verwandte von mir, die Anni, die hat ein Kinderbett, das ist da halt, aber Mobiliar. Die sind natürlich dann überhaupt Kosten, die da entstehen. Ein ganzer. Jetzt kannst du lachen, jetzt geht. Jetzt kannst du ruhig lachen, aber dann darfst du nicht mehr lachen. Aber ich meine, sie ist ja nicht schlecht, ne? Okay, sind wir sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden, also ich kann überhaupt nichts sagen, gell? Sind wir sehr zufrieden. Okay. Ich bin sehr zufrieden und überhaupt so allgemein. Okay. Überhaupt auch so, sagen wir mal, man muss sagen, sie ist sehr sauber. Okay. Sie schmutzt nicht. Okay. Der Asiate schmutzt überhaupt nicht. Okay. Und sie ist wirklich, also ich muss sagen, also auch sonst, ich meine gut, es gibt einmal ein paar so Sachen wie küchenmäßig, ne, da muss man sich dann umgewöhnen, weil ich vertrage das chinesische Fressen nicht. Also nicht auf die Dauer.
Also ich habe auch gesagt, das mit den Stabel, die habe ich dann eingeschiert. Du kannst mit Kato spielen damit. Naja, geh, Meiling. Meiling, hol mal die Zigaretten. Da, die Zigaretten. Hol sie mal. Du sollst die Zigaretten holen. Geh mal. Zigaretten. Ja, hol's halt und. Sie versteht schlecht, das ist halt immer. Ne? Ja, und die Zünhölzel. Zünhölzel. Ja, bring's her. Ich hab mal einen Hund gehabt, da war's auch. Ja, brav. Okay. So, man braucht eine gewisse Geduld. Okay? Es ist ein Geduldsspiel. Aber mit einer gewissen praktischen Psychologie. Ich muss halt davon ausgehen, dass jemand mit mir. Und sagen, auf den Menschen, den ich ihm halt erzähle, indem ich ihn versuche zu verkörpern, dass er dann darauf einsteigt, dass er halt mit dem mitgeht. Und dann gibt es eben tatsächlich Menschen, die sind so für andere so schwer zugänglich oder eigentlich, die können sich das nicht vorstellen und wissen nicht mehr, ist die Figur zynisch? Ist die Figur, woher kommt die oder wie kommt die auf ihn zu? Er kennt sie dann selber nicht mehr genau, verunsichert. Aber so geht es ja im Endeffekt, glaube ich, uns allen, weil wenn ich halt irgendwo hingehe, sitze ich irgendwo und diese Unberechenbarkeit ist im Leben, die habe ich immer. Irgendein Herr Nachbar, irgendeine Frau Nachbarin, irgendein von irgendwo, den begegne ich halt und dem bin ich ausgeliefert. Und das ist ja toll, das ist ja wunderbar, weil dadurch wird es spannend. Dadurch ist jeder Besuch in der U-Bahn oder irgendwo spannend. Das ist wie eine neue Welt. Man braucht wirklich nicht nach Thailand zu fahren oder nach Australien. Allein eine Fahrt mit der U-Bahn, wenn man will, genügt. Preiswert, günstig. Man kommt von einer Station, zwei Stationen und weiter. Und wenn man Glück hat, kann man tolle Sachen erleben oder erfahren. Secondo me un posto molto affascinante, veramente. Dass wir gleich bleiben. Ja. Wo laufen wir? Wie ein German. Und der Kaiser Bulbo ist gestern eingeschlafen. Echt? So langsam? Ja, einfach unfreiwillig ist er eingeschlafen. Das viele Regieren macht ihm einfach müde. Das hat von uns so schön ausgeschaut, weil der Kaiser Bulbo auf einmal weggerutzelt ist. Ja. Wo ihr unten wart, oder ja, was? Ja, ich hab's von unten gesehen. Ja. Ich denke mal, was ist mit dem Kaiser Bulbo los? Attenzione! Silenzio! Guardate che io non parlo, appena regista dice azione, seguite il movimento e applaudite. Pronti? Da questa posizione applaudito quando è qua, va bene? Grazie. Prima osservate. Ragazzi, ci stanno a girare il rigore. Possiamo? Ragazzi, stanno al sole, giriamo per favore. Ok, allora, schiacci con lui. Due. On action. Come l'hanno fatto? Sì, adesso. Forza ragazzi, se no state soli. Dai ragazzi, okay, Chico. Chico, vorremmo girare. Si prende un caffè.
Jetzt warten wir halt, warten auf Godot. Das Film ist warten, gell? Viel lang warten. Irgendjemand hat mal geschrieben, dass an Spitzentagen zur Zeit des Kaisers Trajan wurden allein in Rom mindestens 5000 Leute zur Belustigung umgebracht. Und ich bin überzeugt, heute das Olympiastadion, wenn das angeboten werden würde, dann wäre das ausverkauft. Das ist nur die Frage, ob es die Christen herbringen. Die Löwen werden es vielleicht noch haben. Mich hat halt fasziniert die Grundidee, ich sage das immer mit so einem Satz, aber der wahre Mensch ist die wahre Mensch. Weil ja niemand an der Sklaverei gezweifelt hat, kein Mensch nie. Fand es immer in Ordnung. Das war verinnerlicht. So wie man heute verinnerlicht, dass meinetwegen ein polnischer Architekt für 5 Mark Spargel sticht. Verstehst du in der Stunde? Das nehmen die Leute wahr und finden das vollkommen in Ordnung. Da zweifelt keiner, weil er weiß, ein Einheimischer, ein Deutscher würde eben 20 Mark verlangen und der macht es dann auch nicht. So weiß er, dass ein polnischer Architekt, den kriegt er für 6, 7 Mark in der Stunde und der macht es. Aber das empfindet niemand als anstößig. Vor allem nicht die, die einen Spargel haben. Es gibt schönere Phasen für mich zum Beispiel als das Drehen. Das Entwerfen und Schreiben ist für mich die lustigere Phase. Das Drehen selber ist nur partiell lustig. Gibt es auch interessante Phasen. Du lernst halt Leute kennen, du diskutierst, du bist. Das ist halt spannend, aber es ist nicht. Das Lustigere ist, wenn du dir die Geschichten erst ausdenkst. Was ist denn die Postleitzahl von Günzelhofen? Dasselbe wie Fürstenfeldbruck. Und die von Fürstenfeldbruck? Ja, irgendwas mit 8, weil das in Bayern ist. Ja, das weiß ich selber. Ja, dann schreib's halt hin. Da unterschreib. Da schreibst du den Ströbels eine Karten. Das hätt's nicht gebraucht. Die haben uns schon dreimal eine Karten aus dem Urlaub geschickt. Schade ums Geld. Ja, Heinz Rüdiger, wie schaust denn du wieder aus? Wie Urlaub verbracht wird, Freizeit, das Paradies, das war die Frage. Wenn jemand sich vorstellt, dass er sagt, ich habe 14 Tage und die verbringe ich so frei und schön wie möglich. Und dann wollte ich sehen, wie schauen die aus, diese 14 Tage. Wir spielen ja heute aus Deutschland, aber ich stelle mir vor, dass der Durchschnittsengländer oder der Durchschnittsschwede oder der Durchschnittsholländer sehr ähnlich diese Sache verbringt. Also das ist zeremoniell. Es gibt die Klischees vom Unterschied.
Man kann Klischees aufbauen, man kann die Klischees wieder reduzieren. Dann kommt auf einmal irgendeine Situation, sagt, das ist ja wie im Klischee. Also das Klischee stimmt ja im Grunde, ist ja gar keins. Um dann wieder festzustellen, es ist doch eins. Also man kann nur vorsichtig damit umgehen, mit dem Klischee und mit der Realität. Seine Qualitätsmauer, die hat ein gewisser Herr Dormann, der war Unternehmer, Bauunternehmer, so Hosenträger. Und als diese Mauer entstanden ist, da war der Architekt, der Baumeister, der hieß Glauco. Dann hat er immer zu dem gesagt, Glauco, da muss Beton rein, Beton, verstehst du was? Beton, Beton, Beton. Und der Glauco hat immer gesagt, sie, Signore, nee, hast du nicht verstanden? Da muss Beton rein, Beton, Beton, Beton. Wir wollen da nicht sparen mit dem Beton, ja? Und der hat immer, sie, sie, Signore, no. Und so ging das. Und da bin ich auf die Idee gekommen, mal ein Lied zu machen. Beton, 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 Beton. Weil das ist wunderbar. Beton, der Stahlbeton, der Feinwaschglasig-Beton. Wart uns frei sauber, kein frei und schön. Man kann sie gleich gar nicht, nur an ihrem See. Am Mischbeton, am Stahlbeton, am Feinwaschglasig-Beton. Beton, 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 Paradies aus Fertig-Beton. Es war ein Schulfreund, der geheiratet hat, und seine Schwiegereltern, die haben sich hier vor 40 Jahren, haben sich die hier ein Haus gekauft, und so bin ich mal hierher gekommen. Und hier war praktisch, das muss man sich so vorstellen, alles was du da unten jetzt siehst, fast alles, bis auf nur der Schrumpf da um den Ort rum, das war alles nicht da. Man sagt ja auch, dass in den letzten 30 Jahren mehr gebaut wurde wie in 3000 Jahren insgesamt davor. An Baumasse. Das ist unvorstellbar. Die Heimat der Salmonelle ist nicht ausschließlich der Kartoffelsalat. Und wenn du mich fragst, wo ist deine Heimat, muss ich sagen, ja wann? Auf Isländisch heißt es Heim. Welt, das ist das altgermanische Wort dafür. Das ist die Heimat, die Welt. Schön.
diese Tribüne. Da dreht sich alles. Wie die Welt. Ja, so dreht sich die Welt. Gehen wir da rüber. Oder gehen wir da rüber? Gehen wir da rüber. Der Gerhard ist schon für mich ein sehr bayerischer Mensch. Er ist weniger italienischer Mensch als ein bayerischer Mensch. Aber du musst sagen, er ist ein unheimlich, wie sagt man, ein Kosmopolit. Weil er ist einfach interessiert. Er hat spät angefangen, Russisch zum Lernen. Italienisch zum Lernen. Er ist einfach interessiert, vor allem in anderen Ländern. Warum soll ein bayerischer Mensch eigentlich nicht Kosmopolit sein? Ja, das ist ja kein Widerspruch. Meisten gar nicht das Wort Toleranz. Ja, was heißt denn Toleranz? Das ist ein Fremdwort. Das ist kein deutscher Begriff. Nun? Nein? Der Rudi, der sagt es schon. Gell? Nicht jedem, aber der sagt es. Zu mir sagt das jedenfalls. Ne? Und sagt oft einmal, diese scheiß Ausländer, sagt er, die Drecksbagage und pustet den Arsch. Ne? Jetzt sage ich wieder, das ist seine Meinung. Muss ja nicht die meine sein. Aber ich toleriere, was er sagt. Verstehen Sie? Na? Wissen Sie, ich sage, na bleib bitte, ich will hier nur konkrete Sachen, na? Nicht irgendwie jetzt da. Gell? Ja, schauen Sie, wie lange wohne ich jetzt da? Ich wohne jetzt hier über 30 Jahre. Und da drüben wohnt diese Familie Böhm. Ja, die Familie Böhm, genau. Und 4 Kinder. Mehr brauche ich nicht hinzuzufügen. Und wer das zahlt? Ja, der Papst nicht. Ja. Dieser Böhm, der karnickelt vor sich hin. Ja. Was? Ja. Und wälzt seine Probleme auf die Allgemeinheit. Dieser Sauhund, der Verreckte. Ja? Also, ja, schauen Sie sich einmal das Watschengesicht an von dem Kerl. Ein Ohr abgefeimter Kerl. Ja? Ja, Moment, jetzt sage ich Ihnen was. Ja, Moment, ich erzähle Ihnen keine Märchen. Ich habe keine Veranlassung, Ihnen Märchen zu erzählen. Wann war das? Ich schaue mir eine Sendung an. Auch nicht lange her. Betitelt Junge Polinnen zur Toleranz gezwungen. Ne? Ja, Dokumentation, ne? Sonst hätte ich es nicht angeschaut. Ne? Ist das ein Gehen? Nein, ein Tuch ist er. Tuch? Schon für das Tuch. Ja, du musst spielen vorher. Ich hab's Rollo runter. Ne? Und ja, hat mir ein bisschen Leberkäse hintertragen, Bier. Nein, aber was man da heute gezwungen ist, sich anzuschauen, nein, also das ist ja ungeheuer. Mensch, jetzt eine Premiere, ich habe schon Lampenfieber. Herrgott Sakrament. Das sind die Hürden, die man überwinden muss. Dobbiamo superare anche questo problema. Madonna. Und wie seid ihr es benannt? Hey, Weltpremiere. Thüringer Waldhof. Seid ihr nervös? Ja, den Druck dazu. Ja, die sagt, ich weiß nicht, ob du das hinbringst. Thüringer Waldhof. Wir sind auf die angewiesen. Ja, trink nicht zu viel. Nicht zu viel Alkohol. Kein Alkohol mehr? Du bist noch nicht 20 Jahre Thüringer Waldhof. Thank you.
Den Gerhard kennt man auch. Dass der Gerhard, sagen wir mal. Satte. Dass der Gerhard immer eine gute Ernährung genossen hat, das sieht man. Der Gerhard ist in Altötting in der Metzgerei lang beheimatet gewesen, Einzelkind gewesen. Der Gerhard ist dementsprechend gut gebaut. Und jeder von uns hat, also in seiner Figur, schlagen sich 14 Geschwister nieder, die einen niedergegessen haben. Es hat sich mit der Zeit eine persönliche Freundschaft ausgebildet. Weil man sie so lange kennt und so lange auf der Bühne ist miteinander und so viel erlebt hat, wo wir überall schon waren. Und der Gerhard ist wie ein großer Bruder zu uns, wie ein Big Brother. Der Big Fasser, sagen wir so. Das Brühen fast auslassen. Das macht dich ein bisschen intellektueller. Jetzt brechst du aus. Ich hab's eh, deswegen bin ich krank. Das braucht halt ein Studium, Betriebswirtschaft. Nein, Diplompsychologe muss das sein. Hm? Weißt du? Es gibt eine gewisse Würde. Es dauert manchmal doch geraume Zeit, bis man erkennt, dass der Nikolaus kein Heiliger, sondern ein Mensch und der Krampus ein Arschloch ist. Aber ganz bestimmt kein Dämon. Die Angst vor jenen Herren ist ein Stück guter alter Tradition und auch die Wirkung dieser Angst, die Generationen von Bettnässern erzeugte. Machen wir das. Ein Kordel. Ja. So, schaut das lässig aus. Bravheit muss sich wieder lohnen. Ich war noch klein und die Macht der Nikolaustradition war ungebrochen. Die Krampusse klirrten mit Ketten. Sie waren in Felle gehüllt. In ihren rußigen Gesichtern spiegelte sich das tierische Vergnügen, mit dem Ochsenfüßel sauber zuhauen zu können. Schwingen durch und sind geeignet, schon Striemen zu hinterlassen. Ja. Da. Ja. So, ja. Sehr gut gehört, genau. Hämisch fragten einen die Erwachsenen. Und? Hä? Und? Was ist? War er schon da? Hä? War er schon da, der Nikola? Hä? Sauhund, hä? Du bist auch immer brav gewesen, hä? Sonst kommst du nein, sag. Ich hätte es nicht geglaubt, dass man wirklich in einen Sack hineinkommt. Wegen Unbravheit. Aber der Ismael Manfred, mein Kindkollege, hat es eigenhändig berichtet. Man muss zur Hölle muss man Verständnis haben, weil wenn man die Hölle nicht versteht, dann braucht man mit dem Fegfeuer gar nicht anfangen. Ja. Ne? Ne? Und mit dem Himmel von Haus aus nicht. Ja. Also ich muss schon sagen, also ein Elysium hat keinen Sinn ohne Hölle. Ja. Das ist ohne bedingt das andere. Und die Evangelischen hätten sich das früher überlegen sollen. Ne? Da protestieren sie gegen einen Höllengedanken. Ne? Und was haben sie dann? Dann stehen sie da ohne irgendeinen. Ohne Hölle ist der Himmel auch nichts. Keine... Du brauchst keinen Himmel ohne Hölle, das kannst du vergessen. Es oder? Fehlt sozusagen das peinliche Hinterland. Ja, ne? Sehen und Jan. Ja. Es war der 6. Dezember 1949 gegen 19 Uhr. Als sich ein Stier gehörnter auch meiner bemächtigte, obwohl ich die donnernde Frage des heiligen Mannes »Bist du auch immer brav gewesen?« eindeutig und wahrheitsgemäß mit »Ja« beantwortet hatte. Und dann wurde ich in den Sack gestopft. Ketten glückten, klackten, rasselten, Schweine grunzten und Ratten pfiffen, als ich im Sack
an einem Haken im Saustall aufgehängt wurde. Ich schrie eine Ewigkeit in dieser finsteren Hölle des Onkel Hieronymus Bosch. Und manchmal wache ich heute noch auf in der Nacht, schwitzend, sehe den Krampus auf mich zukommen und dann weiß ich, ja, ich habe eine Kindheit gehabt, die kann mir so schnell keiner mehr nehmen. PS. Sachzwänge nötigen mich schon seit Jahren am 6. Dezember in ein eindrucksvolles, stilechtes Nikolausgewand. Ich versuche immer, ein fairer, aufgeschlossener, geschenkbereiter, psychologisch hieb- und stichfester Heiliger zu sein. Nur immer, wenn ich die Frage stellen muss, bist du auch immer schön brav gewesen, dann beschleicht mich so ein Gefühl, trotzdem Schwamm drüber. Im nächsten Jahr bin ich schon wieder voll ausgebucht. Er hat der Mama 6 Tafeln Schokolade. Steht jetzt. Ja, Mann. Ja, das darfst du nicht. Er muss zurück, zurück. Die handelt sich doch nur um Süßigkeiten. 6 Tafeln, schon viel. Ne? Hätten nicht 5 aufgelegt. Ne? Und dann jetzt hört zu, was da steht, was der Engel aufgeschrieben hat. Ich kann mich erinnern an Situationen, in denen ich war als Kind. Dass ich eben auch die normale Schadenfreude hatte als Kind, wenn man jemanden einen Streich spielt. Und man wollte natürlich noch erleben, dass sich der, dem er gespielt wurde, auch ärgert. Also der Genuss. Ich spiele ja nicht jemanden einen Streich nur in der Freude, dass ich sage, aha, der rutscht dann aus. Ich möchte sehen, dass er ausrutscht. Und dann erzähle ich es weiter. Dann kann ich zum Spezi hingehen und sagen, du, den hat es so hingehauen. Wunderbar. Und dann freut er sich auch. Und dann bin ich authentisch, weil ich ja dabei war. Wir haben mal einen wunderbaren Streich gemacht, der schon gefährlich war. Heute würde man sagen, wem wieder die Haftpflichtgeschichte. Da war in Neuhaus, in Schliersee, ein Podium, wo immer so Kurkonzerte stattfinden. Und da saßen die Musiker und haben gespielt. Und dann ist immer einer aufgestanden und hat ein bisschen so ein Trompetensolo gespielt. Und dann haben wir zu zweit immer, wir waren hinten, hinter dieser, kann man sagen, fast Bühne oder Rampe, und haben den Stuhl von dem immer weiter an den Rand gezogen. Und der wieder steht auf, macht sein Trompetensolo, setzt sich hin und kippt hinten weg. Hat furchtbar geschrien, die ganze Musik ist alles zusammen. Und alle die Leute waren ja Zuschauer, Kurgäste, alles Mögliche, waren ganz besorgt. Der hätte sich auch das Genick brechen können nebenbei, hat aber Gott sei Dank nicht. Und ich muss sagen, die Begeisterung bei uns war so enorm. Wir haben, ich glaube, wochenlang davon gezehrt. Der Gedanke präsentiert werden und am Freitag war er noch nicht anwesend und am Samstag auch nicht. Jetzt habe ich am Sonntagnacht schon gemerkt, jetzt wird es eng und dann können Sie sich vorstellen, diese Woche, das war für mich die Hölle. Das war die Hölle, die reinste Hölle. Wahnsinn! Sie wissen, wie die Frauen sind. Nein, permanent, ständig. Nein, hast du dir den Gedanken schon gemacht? Nein, ich sage, ja, ich bin ja gerade dabei. Nein, ja, wann kommt denn der Gedanke? Ich sage, ja, fragen selber. Nein, ja, wo ist denn der Gedanke? Ja, wo? Wissen Sie, ich drehe durch, ich bin allergisch gegen diese W-Fragen.
wenn eine Frage schon anfängt, mit weshalb, mit wem, wieso, warum, wann und vor allem wo. Hey, eine Frage, die mit wo angeht, wo ist sowieso, das ist die deutscheste aller Fragen. Hey, das kann sowieso bloß ein Deutscher, das kann ein anderer nicht. Das kann nur ein Deutscher. Nur ein Deutscher bringt es fertig, einen Hund, ja, wenn der am Trottoir hinscheißt, ja, hinzugehen, ihn zu fragen, ja, wo ist er denn? Ja, ja. Und der Hund natürlich, weil er von der Fragestellung überrumpelt ist, ja, gibt keine Antwort und dann sagt der Deutsche, aha, da ist er ja. Ja, also. Das Schwierige ist nicht, dass man es nicht genau übersetzen könnte, das ist nicht das Problem, sondern ob du den Impetus auch kriegst, den ich so habe. Das ist ja schwierig. Weißt du, dass das ist so, ja, mit dem, wie sagt man, Spirit erzählen kannst. Und dann habe ich mich entschlossen und habe ihm am Tisch im Wohnzimmer eine 2-Liter-Flasche in den Bomber Valpolicella hingestellt. Versteht Sie, wenn der Gedanke bei mir hereinkommt im Wohnzimmer, dann kommt er am Gummibaum vorbei, sieht die Flasche, kreist drumherum und dann... ja, so habe ich es mir ausgerechnet. Ne? Aber der Gedanke hat auf den Valpolicella nicht angesprochen. Er hat ihn ignoriert. Jetzt war ich gezwungen, noch eine Flasche Bardolino nachzuschieben. Auch umsonst. Meine Damen und Herren, wir nähern uns jetzt Stockholm. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Handgepäck sicher verscharrt ist und dass Sie auch sicher angeschnallt sind. Ich habe dem Gedanken alles an Lockmittel, was ich zu Hause gehabt habe, habe ich ihm hingestellt. Ein Zwetschgenwasser, ein Wodka habe ich ihm hin, ein Rum habe ich ihm hin, ein Danziger Goldwasser und am Schluss noch ein Jägermeister. Ich war am anderen Tag wie gerädert. Komm, man hat locker Frau mit einem Tanke. Der wird ja nicht. Och så har jag bestämt mig att jag har bestämt mig att sätta fram en flaska Valpolicella. Jag var faktiskt tvungen att sätta fram en annan flaska till, en flaska Bardolino. Men tanken reagerade inte heller. Jag var dagen därpå var det verkligen, jag måste säga, jag kände baksmällan, alltså jag var rådbråkad, det kan du tänka dig, men tankelös. Och på måndagen var jag framme vid smörgåsbordet och jag höll ett tal. Men istället för att tala 3 minuter fick jag tala 20 minuter och lite mera. Därför jag hade ingen tanke, vet du. Och utan tanke blev det segt. Tag unterschreiben muss. Hä? Wahnsinn. Der unterschreibt am Vormittag mindestens 3 Mal und dann gibt es ein Mittagessen. Hä? Dann muss er jemanden begrüßen. Hä? Dann muss er repräsentieren und dann muss er wieder unterschreiben. Hä? Indem seine Frau fragt, was hast du denn heute gemacht? Er sagt, ja, weißt du, wie immer. 2 Mal repräsentiert, 8 Mal unterschrieben. In der Früh, wenn die Alte sagt, du musst doch repräsentieren, sagt sie auf, ich komm gar nicht mehr. Wer kommt denn heute? Ja. Der russische Präsident kommt morgen.
könnte heute eh keinen Wodka trinken. Verstehst? Man muss ja immer dann das Landesgericht wahrscheinlich, die haben ja dann diese Speiskarten. Wenn ein Araber kommt, gibt es Hammel. Da braucht nur schauen, wer kommt und dann weiß er, was er kriegt. Oder? Speiskarte. Oder umgekehrt sagt, schau her, heute haben wir einen Curry, heute kommt der Präsident von Singapur. Das ist ja toll. Das ist schon König, muss interessant sein. Um so einen Beruf zu machen, braucht man sehr gute Innereien, gute Leberwerte. Das ist nicht einfach. Inlacht, eingelegter Hering. Das war bloß noch nicht gebrot. Irgendjemand, habe ich mir gedacht, muss ja mal Schwedisch lernen. Bei uns lernen so wenig Leute Schwedisch. Jetzt wird es Zeit, dass das einer macht. Und dann habe es halt ich gemacht. Ne? Ich war dann praktisch im Umfeld von so und so viel Quadratkilometer einer der wenigen praktizierenden, schwedisch sprechenden Menschen, die gewusst haben, was ein Inlaktsil ist oder Isterband. Aber ich bin ja nicht nach Stockholm gekommen, sondern nach Göteborg und bin halt da. Mir hat das so gefallen, das Meer. Zum ersten Mal das Meer sehen war schon eine riesige Überraschung, dass man so weit schauen kann. Ich war 20, ungefähr 20, ja. Auch schon wieder. Sehr jung, viel zu jung, im Grunde ist man immer zu jung. Für viele Dinge ist man im Leben zu jung, weil man länger mehr Zeit haben müsste. Wir haben gerade festgestellt, die Schweden haben sehr viel Zeit, sie werden ja relativ alt. Also können die Schweden mit Ruhe zuschauen, wie die anderen alt werden, die nicht so alt werden wie sie. Da haben wir immer einen Abstand. Stimmt's? Das gefällt mir so. Kennst du den Ausdruck, dass das ein Dummy-Knopf ist? Das ist also angelegt, ein Knopf, wo jeder drückt und meint, er bewirkt was. Nur weil ich drücke, kommt es jetzt grün. Das stimmt überhaupt nicht. Aber du bist zuversichtlich, weil du hast ja... Also es ist ein Placebo-Effekt, verstehst? Ja, das tut schon eine ganze Zeit lang. Man bleibt jetzt bei der Stange und sagt, irgendwann komme ich über die Straße, weil es tickt ja. Also es tickt für die Autofahrer, dass sie irgendwann stehen bleiben müssen. Die wissen es aber noch nicht. Jetzt? Aber das wäre so oder so gekommen, verstehst du? Svenskarna och så vidare. Och man undrar bara att ordet plunder... Pronto? Tini, grüß dich. Sind wir gerade dabei? Das mache ich auf Deutsch. Und erzähle halt, dass jahrhundertelang die Wikinger uns ausgeplündert haben, die Küsten. Dann haben die Hanseaten die Schweden ausgeplündert.
um diese Plünderungen einmal auf eine gesetzliche, legale Ebene zu bringen, haben sie dann die Handelskammer gegründet, endlich. Ich komme aus Schliersee in der Nähe von Agathariet, wo ich zu Hause bin, und ich musste erfahren, dass mir ein König verloren gegangen ist, ein bayerischer König. Unser bayerischer König Christopher auf Bayern. Wo ist er denn? Wer ist er? Ich sehe es Ihren Gesichtern an, Sie kennen ihn auch nicht. Kein Schwede, kein Bayer kennt unseren Christopher von Bayern, der ja nicht nur schwedischer König war, bayerischen Geblüts, Wittelsbacher. Er war norwegischer König, dänischer König, überhaupt König durch und durch. Nicht? Wissen Sie, da fällt uns doch auf, Geschichte ist eine flüchtige Sache. Geschichte, wir alle brauchen Geschichte, aber wie wird man manipuliert? Ich habe zum Beispiel in einer deutschen Geschichte 1000 Seiten deutsche Geschichte nachgeschaut über Schweden. 32 Seiten, mehr ist nicht drin. Ich schaue in einer bayerischen Geschichte 1800 Seiten, Schweden nur 4 Seiten. Ich schaue in der Geschichte meines Heimatortes Schliersee, Schweden kommt gar nicht vor. Nur ein Satz, bet, Kindlein, bet, morgen kommt der Schwed. Muss allerdings fairerweise sagen, auch in der schwedischen Geschichte kommt Schliersee kaum vor. Wissen Sie, ich liebe Geschichte. Ich liebe Geschichte, weil sie informiert. Und ich bin froh, dass mich Geschichte doch gebildet hat. Mit diesem König, das fand ich interessant. Die Tatsache, dass der still war und stumm. Mit der König da sein Skoll gesagt hat. Die Präsenz des Königs war mehr, stärker, glaube ich, als wenn er geredet hätte. Das finde ich interessant. So wie du bestimmte Phänomene erst überhaupt verdeutlichst, wenn du irgendwas Konträres oder etwas dazu machst. Also zum Beispiel Stille im Film. Du machst ja Stille in einem Film, wie kannst du die herstellen? Da brauchst du irgendein Geräusch. Wenn du in einem Raum bist, der still ist, dann brauchst du die berühmte Uhr. Tick, tack, tick, verstehst du? Sonst kannst du die Stille gar nicht herstellen. Und so ähnlich war, also nicht ähnlich, aber du weißt, was ich meine. Es hat niemand geredet, dadurch war der König bewusster. Also das ist vergleichbar wie, also,
vielleicht sogar in der Kirche, wenn man stumm ist, Andacht, also Wandlung. Bei der Wandlung läuten die mit der Glocke. Dann wird es besonders spannend. Also es wird die Stille durchbrochen, aber bewusst durchbrochen. Das finde ich interessant. So der Trick. Ja? Glaubst du nicht? Das machen sie. So gehen sie vor. Seit Jahrtausenden. Ich bin froh, dass man einem Menschen im Grunde, und das ist das Schönste, was man Menschen sagen kann, dass er eben im Grunde nicht definierbar ist. Dass etwas Geheimnisvolles bleibt an jedem Individuum. Warum die Tante Annie so ist und der Onkel Sepp so ist und der ist so und so. Und genau das ist es eben, dass es eben nicht ergründbar ist bis ins Letzte. Verstehst? Und du kannst den Menschen sehen unter dem Blickwinkel von einem Anwalt, von einem Versicherungsmenschen. Du kannst ihn sehen aus der Sicht eines Polizisten, der ihn aufschreibt und ihm einen Strafzettel aufhängt. Oder von einem Chirurgen oder von einem Internisten. Jeder sieht dich anders. Verstehst? Und jeder hat eine andere Perspektive, irgendeinen Menschen, und selbst wenn ihm nahe steht, zu sehen. Und genau das ist diese Bereicherung. Das ist das, was einen Menschen so vielseitig macht. Das ist ja genau das, warum ich meine, und es ist wunderbar, dass keiner allein es in der Hand hat zu sagen, diesen Menschen rechne ich aus und das ist er. Verstehst? Ganz wurscht. Ob er ihn abfotografiert, ob er ihn abmalt oder ihn auf der Bühne festhält mit der Kamera. Weißt du, was ich meine? Genau das ist seine Freiheit. Dass es für einen Menschen nicht einen gibt, der ihn betrachtet, sondern mehrere. Dass der eine sagt, für mich ist der stinkfad, und der andere sagt, das ist ja ein interessanter Mensch. Und wer von beiden recht hat, wird sich nie sozusagen endgültig austragen lassen. Und genau das ist die Freiheit des Individuums.